Es ist wieder soweit, viele Leute haben darauf gewartet. Tut mir leid, dass wir uns so lange gedulden mussten. Jetzt geht's weiter mit den breiten Schultern von Abby. Sie trägt uns bis in den letzten Akt der Geschichte rund um die letzten... Die letzten Überlebenden in dieser schlimmen, schlimmen Welt. Schon eine Weile her, dass ich das hier so gespielt habe. Deswegen muss ich erstmal wieder reinkommen. Hallo liebe Menschen, fühlt euch von mir in den Schlaf gewürgt. Er hat die andere Kollegin erwischt, sehr gut. Okay, danke, gut gemacht. Yes. Ja, okay, läuft doch. Läuft doch. Ich hoffe, hier hat noch einer ein bisschen Muni für mich. Das wäre nicht schlecht.
gerade noch mal gucken, wie kann ich noch mal, ist natürlich schon eine Weile her. Wie kann ich noch mal bauen? So, genau, okay. Oh, sehr gut. Lautlose Kills mit Messern bauen. Gute Sache. Da. Leider nicht genug, aber bald. Eine Sekunde. Ach ja, danke für die netten Geburtstagswünsche. Stimmt, ich habe eigentlich heute Geburtstag. Ja, yeah! Darauf feiern wir! Bam, Junge! Headshot Time! Das hat uns alle den Kopf gekostet, diese Feierei hier. Oh, das sieht böse aus. Oh, das sieht aber ganz böse aus. War's das? Da fühle ich mich jetzt plötzlich ein bisschen schuldig. Mir nach. Auf geht's. So, jetzt sehe ich euch ganz. Leute, ich, lieber Hogan, wenn es dir nicht gut geht, dann leg dich bitte ins Bett und, ja, akklimatisier dich mit deinen neuen Medikamenten und alles. Chill dich weg, du Hurensohn, würde ich jetzt dazu sagen. Nee, ernsthaft, du musst hier nicht um 1 Uhr an meinem Geburtstag auch noch dabei sein. Gönn dir einfach mal. Macht's gut, Leute. Also lasst euch auf jeden Fall heute einen schönen Tag von der Welt machen. Und überarbeitet euch nicht. Ja, ich habe vielen Leuten versprochen, jetzt mal wieder weiterzuspielen. Deswegen gibt's das jetzt auch in der nächsten Session hier 2 Stunden lang. Es ist dann doch... Ist dann doch wichtig, dass man eben die Let's Plays auch wirklich regelmäßig befüllt. In dem Fall war so viel los mit Tomb Raider. Ich habe es nicht geschafft, dann war ich kurz weg. Jetzt bin ich aber wieder da und jetzt spielen wir TLOU 2, aber auch sowas von fertig. Nicht jetzt, heute, jetzt, aber bald. Ich bin direkt hingelaufen. Das war nicht gut. Das habe ich auch verdient. Eieiei. Ihr
Das war knapp. Das war richtig knapp. Los, gehen wir, bevor noch mehr von den Freaks kommen. Ja, aber die Sachen müssen wir schon noch mitnehmen. Ich liebe euch. Ich benenne meine Kinder nach euch. Bereit? Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Ey, lass mich die Muni mitnehmen. Das gibt's doch nicht. Ah, ärgerlich. Ich soll überleben. Hey, zeig mal die Hand. Alle da. Ich weiß, wir sind fast da. Tor aufmachen! Lasst sie durch! Na, was? Dein Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey. Du warst gar nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, warte mal. Du hast auch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Bis dann, Abby. Bis dann. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Die Schwangere ist einer von den vielen Punkten, warum ich das Spiel abgebrochen habe nach 60%. Da hast du dann aber einiges verpasst. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich glaube, du hast was verpasst. Wie war das Nier Automata-Konzert? Gregor kam nicht im Cosplay, es hat mich ein bisschen enttäuscht, aber hat er so ein schönes 2B-Cosplay zu Hause. Hey, ihr zwei. Aber was gibt's, es war wundervoll. Viele von euch waren da, wir haben uns schön unterhalten, Fotos gemacht. Es war nice. Wir beide? Ja. So voll war es hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Gut gemacht, Jungs. Schön habt das gemacht mit der Muni. Ich nehme das mal mit. Ich teste das mal. Ja, ich meine, einmal. Entschuldigung. Kann man leider nichts machen.
Nee. Abby, komm mal kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Man fragt sich halt schon, warum zum Teufel können die nie miteinander arbeiten, ne? So eine Verschwendung von Menschenleben, einfach nur, weil sie irgendwelchen verschiedenen Fraktionen angehören und sich gegenseitig überfallen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch richtig dumm. Das ist geil. Schön die PSP spielen. Oh. Stimmt, da haben wir eine... Ne? Wir erinnern uns. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Whitney. Oh, hey, Abby. Was gibt's? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer, aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Man kriegt gar nichts um einen rum mit. Das ist das Schöne an dem Spiel. Ja, das ist schon gut gemacht, dass man all diese Leute after the fact nochmal genauer kennenlernt und merkt, das sind auch nur Menschen mit Freunden, Familien, Ängsten, Träumen. Gut gemacht. Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Okay. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt durch. Was macht die Hand? Werd wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hey. Du musst den Verband zweimal am Tag wechseln. Er meinte, ne? Wir verstehen das. Wir Männer verstehen das. Ich habe auch mal gehört, dass es auch mit zwei möglich ist, aber ohne mich. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Melone? Nur noch ein paar. Melone. Und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Das Spiel soll doch hässlich sein und die Facetten der Rache und daraus resultierenden Gewaltspirale zeigen, dass mich das Spiel so krass mit meinen eigenen Handlungen, denen der Spielfigur konfrontiert hat, mir eigentlich besonders gut gefallen, schreibt Captain Damo. Oh mein Gott! Und hat damit natürlich den Kern ist das alles unser? Erkannt. Ja. Und es werden stündlich mehr. Unnötiges Leid bürgt sich der Mensch immer und immer wieder auf. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und
Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Ja, das war jetzt natürlich extrem ernüchternd, aber wunderbar gemacht. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Scheiße, das hoffe ich. Ja, ey, wie viele müssen noch sterben für diesen lächerlichen kleinen College-Zwist? Na, es geht schon ein bisschen mehr als das, aber es ist trotzdem eigentlich lösbar, wenn ihr beiden mal eure Emotionen, eure Hormone unter die Kontrolle kriegen würdet. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Isaac, es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich was aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten so bald wie möglich Späher ausschicken, um die Informationen zu überprüfen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm. Da möchte ich lieber nichts von wissen. Das hier fehlt mir echt nicht. Der Gestank ist furchtbar. Ja, man sieht halt, ne? Alle vegetieren zu Zerrbildern ihrer selbst. Alle werden völlig entmenschlicht und entmenschlichen andere und verlieren dabei echt alles, was das Überleben überhaupt erst so schön macht. Ich bin mal kurz mit denen allein. Verständlich. Was denkst du, wer du bist, Jack Bauer? Das darf nur er. Ja, ne? Da fühlt man sich doch wirklich schuldig plötzlich. Und schon habe ich weniger Mitleid mit den ganzen Leuten, die ich hier vorher auf der anderen Seite erledigt habe. Jeder, der das mit Menschen macht und das auslöst, der kann kein guter Mensch sein. Es ist halt wirklich so. Sind alle furchtbare Menschen in diesem Spiel. Wir müssen hoch. Allesamt. Auch die Frauen. Ja. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Lass sie nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll.
Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bass? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Das ist die einzige Lösung. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein. Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand. Oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden?
Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Der Owen! Der hat sie geowned! Sehr gut gemacht hier. Hoffentlich hat sie keinen Bock auf Höhen. Ah, oh, die ganzen Pokémon-Karten im Rucksack nass. Abby! Ich bin hier, du Arschloch! Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Oh, cool. Das ist Sea Life Aquarium. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Von diesen Zoos. Jetzt landen sie halt auch hier auf dem Aquarium, ne? Genau da, wo wir schon mal waren, wo wir schon ein bisschen was mitbekommen haben, wo wir wissen, dass da auch andere leben. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Ist auf jeden Fall schön, dass durch diese Zeitsprünge nicht alles chronologisch erzählt werden kann und gleichzeitig auch die Spannung aufrechterhalten wird, weil alles immer wieder von unterschiedlichen Gesichtspunkten auf dieselben Fixmomente in der Zeit quasi ausgeht. Hilf mir mal damit. Yep. Und das ist eine schöne Geschichte, ist gut gemacht. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Au, au, au! Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Hier sind Kindersachen.
Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Sehen eher aus, als wären sie zu Zombies geworden, wenn ich mir das so angucke. Die beiden und Chewbacca gucken auf irgendwas Leckeres, was da links im Bild ist. Oder eher nicht im Bild, nur der Hund versteht's nicht. Ja, weil er nämlich das Frühstück ist. Nee, mit Gefühlen, da kann sie nicht. Da hat sie nichts von. Kann ich mir nicht in die Muckis pumpen. Nein, hier ist natürlich die Erklärung auch, warum sie bei Owen so ein weiches Herz hat. Nur von diesem Boot. Na, weil sie halt ein bisschen, ne, bisschen rollig ist. Du, es gibt noch mehr zu sehen? Da hat die Bock drauf. Na klar. Auf geht's. Ja, okay. Okay, doch nicht hier, sondern runter vom Boot. Ja, schön gemacht, ne, mit den ganzen Mosaik-Kacheln. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Gibt's hier Fische? Oh, schön, oder? Wow, sieht man nicht jeden Tag. Das Glas. Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Sie ist deswegen jetzt schmaler, weil das ein Flashback ist, ne? Nicht verwechseln. Da hat sie noch nicht so viel pumpen können. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Hey, Owen. Keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also
Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Ah, da oben sehe ich doch eine offene Tür. Da gehen wir natürlich direkt hin. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Mann, der will doch nur nett zu dir sein. Das ist schwer in der Endzeit. Jetzt sei doch mal nicht so ein... Weiß ich nicht. Ein Grumpelklotz. Oh Gott. Aber der ist normal gestorben. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich und selten. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen, wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du. Du hättest wütend werden sollen, du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Ja, okay, Andrew Tate, seine ist ja gut. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das Foreign Bootleg. Ich sag ja nur, das gefällt mir. Ja, nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Was meinst du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext wir jetzt hier gerade sind, aber ich mir schmahnte Übles. Oh, da hängt ja noch was. Kids. Wenn ihr das hier findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Okay, er hat kein Antibiotika gefunden für sich und ist deswegen da oben langsam einsam vor sich hingegangen. Ja, vielen Dank, Max. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Ja, du hast recht, Colonel Hogan, das ist relativ fishy alles hier. Das Malen muss ewig gedauert haben. Er hatte ja auch ewig Zeit. Ja, und nu? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen.
Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Es ist halt echt schön gemacht. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Oh, das ist denn jetzt schon wieder? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Oh, die will immer noch morden. Das ist alles, woran sie denkt. Weißt du? Who fucking cares? Ich weiß. Es führt in deinen Abgrund, Mädel. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Jetzt sei doch mal nicht so ein alter Autoreifen. Jetzt mach doch mal was, Abby. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat... Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. So ist Abby. Wir machen gleich weiter. Ich werde mir kurz... mal einen kleinen Holy-Getränkesnack gönnen. Was brauche ich denn heute? Ne, probieren wir es mit Hydration. Wenn ihr Bock habt, ne, könnt ihr mit Mon gerne euch was umsonst holen, beziehungsweise günstiger. Hier, da ist der Code nochmal eingeblendet. Da, also Mon 5 für 5 Euro oder Mon für 10% Rabatt. Wir machen kurz Werbung, aber nur ganz kurz. Ich gönne mir ein bisschen was zu trinken, mix mir das zusammen und wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann geht es nochmal eine Stunde weiter mit The Last of Us 2. Bis gleich. Thank you.
sind wir wieder. Es geht direkt weiter. Danke an Holy. Also, es ist wirklich lecker. Gutes Pulver. Kann ich euch nur empfehlen. Weiter geht's. Na, genug Backsteine hat sie schon. In den Armen. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Was ist das hier, Warhammer? Na, man kann es kaum erkennen, ne? Aber es ist Warhammer. Na, lass hier lieber nochmal gucken, was hier noch so ist. Siehste, du hast eine Schublade übersehen. Muss die Abby wieder alleine looten. Andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Okay. Richtung Sonnenuntergang. So, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Durchlauf. Natürlich nehme ich auch wieder alles mit. Ich werde jetzt aber mal versuchen, ein bisschen schneller hier so durchzukommen. Und wenn ich kann, werde ich so viel wie möglich schleichen, bis Schleichen nicht mehr reichen. Das wird passieren irgendwann. Toll. Das stinkt hier so. Ah. Das hier vielleicht. Noch frisch. Das ist aber ein Müffler. Das ist einer, der wird rumstinken. Meine Freunde, vergebt mir, ich habe euch getäuscht. Ich bin vor einem Trupp Wolfs geflohen und dabei auf eine Gruppe Dämonen gestoßen. Sie haben mich überrumpelt. Wenn mir unsere Prophetin gnädig ist, werde ich sterben, bevor die Verderbtheit einsetzt und ich die Kontrolle über meine Sinne verliere. Jetzt sehe ich deutlicher als je zuvor die Rechtschaffenheit unseres Weges und die Schlechtigkeit der Wolves. Ich werde glücklich sterben, mit der Gewissheit, dass ich eine kleine Rolle bei der Wiederherstellung der Reinheit unserer Spezies in der Welt gespielt habe. Solltet ihr mich finden, verbrennt mich und sprecht ihre Worte über meinen Überresten. Henry wird hier, du kannst dir verrotten. Wird hier ganz alleine in sein eigenes Gedärm zusammenschrumpeln. Das ist geil. Das hilft wirklich. Okay, hilft nicht. Hilft auch noch nicht. Na gut. Kommt alles irgendwann.
Okay, hier hoch. Das ist so schön hier, dass sie ausnahmsweise mal im Vergleich mit anderen Spielfiguren richtig gut klettern können, die auch wirklich überall gefühlt rankommen, reinkommen. Ja, das ist schon gut gemacht. Dass man sich nicht ganz so... Ah, sie sammelt ja Münzen, genau. Damit man sich nicht ganz so ungelenk und verloren vorkommt, können die schon recht viel. Ei. Das fängt ja gut an. Zwischen denen hat es gleich Klick gemacht. Genau. Welcher ist dein Lieblingskäse? Oh, ich hatte heute so einen schönen Schweizer Fondue-Käse. Besteht aus Gruyère und Appenzeller und noch ich glaube Gouda oder noch ein anderer. Holt den euch. Holt euch richtig ordentliche, teure Schweizer Käseraspel oder raspelt euch das selbst zusammen. Es ist der beste Snack der Welt. Da bin ich mittlerweile von überzeugt. Und dann, warum eigentlich nicht, kann ich auch mal kurz machen. Und dann habe ich noch ein kleines Geschenk bekommen von meiner Frau. Das finde ich besonders lustig. Ist wirklich gut. Aber warum nicht euch kurz mal zeigen? Und zwar hat sie mir für meine Crocs, die ich nie haben wollte, folgendes geschenkt. Das sind kleine Ansteck-Resident Evil-Sachen. Hier sogar mit meinem kleinen Ausweis, wo sogar ein kleines Bild von mir drauf ist. Und hier mit dem Buch, ne, wo die Wolfsmedaille drin ist, da in diesem durchsichtigen Ding ist normalerweise der Virus und natürlich der grüne Kleeblattschlüssel. Fantastisch. Ah. Und wenn ihr fragen wollt, welches Käsefondue das war, der Colonel Hogan im Chat kann euch genau sagen, welcher das war. Er hat das nämlich getestet. Ah, shit. Hat ja niemand gesehen. Ach, von Migros. M-I-G-R-O-S. Da kriegt ihr den Käsefondue her. Das ist so ein schwarz-weiß gestreiftes Käsefondue. Schweizer Käsefondue kostet, glaube ich, 20, 30 Euro. Sehr, sehr gut. Okay. Wie rennt sie nochmal? Nee, so nicht. Nee, so auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie rennt. Okay, geht. Immerhin. €800, 20 €. Kuhflecken-Style. Ihr findet es. Danke. M-I-G-R-O-S. Mir wird geholfen im Chat. Ja, das ist wirklich eine gute. Das ist wirklich ein guter Käse. Habe ich gerade eben heute nochmal gehabt. Er lohnt sich immer noch.
Wie es den einen nach vorne gefetzt hat. Ich wollte ja sneaken, aber das hat hier nicht ganz geklappt, habt ihr gesehen. Dafür waren die zu wild und zu nah schon in meiner Richtung auch gedreht. Diese ganzen Einsammelgeräusche sind so leckerschmecker, da sammelt man einfach gerne ein. Jedes Item hat ein befriedigendes, positives, beglückendes Geräusch, wenn es eingesammelt wird. Toll. Was hier noch? Voll. Leider nicht, geht, mache ich direkt, mehr Nahkampf und leider nicht, Messer, okay, irgendwann. Da, hier diese kleine Figur, ne? Sieht irgendwie wichtig aus, als wäre das irgendein Collectible. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ah, wo soll ich das denn jetzt rauskriegen? Habe ich natürlich nicht. Finde ich vielleicht noch irgendwo, aber vielleicht auch nicht. Man muss nicht alles mitnehmen. Manches Loot muss eben auch noch für die Kollegen, manches Loot braucht die Nachhut. Naja, vielleicht finde ich irgendwo anders noch den Key dafür.
Da will ich hin. Also mehrere Schläge hintereinander. Ist natürlich gut. So, hier war doch was. Wo ist denn das eine Vieh? Vielleicht hier drin. Okay, ich bin bereit. Ja. Da haben wir ihn. Verdammter Mist. Halt mir einfach von weg. Brauchen wir den Rainbow Six Timer noch? Nee, lieber Hogan, der ist durch. Ich habe den ein bisschen... Zu lange, wie immer. Habe ich ein bisschen zu lange dagelassen. Okay, okay, sehr gut. Ah, nee. So. Ich mache gar nichts mehr. Weil sie kommt irgendwie nicht durch. Okay, ich mach's nochmal neu. Ich lege mich hin und gehe durch. Es ging halt nicht anders, ne? Aber ich hab's versucht. Hier ist dann doch Ballern wahrscheinlich das Sinnvollste. Ja. Warum was riskieren? Komme ich von oben nämlich runter. Sehe ich doch hier schon. Ich glaube, L1 muss man gedrückt halten, dann rennt sie. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Rationenoperation gegeben haben. Ich wette, es war Gio die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken. Ich mache mich schon mal bereit, hier etwas abzuschreiben. Aber ich fürchte, unser Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe einfach Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist 689-689. 689-689. Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Ja, das ist auf jeden Fall immer richtig. Alter!
Alter! Arschloch. Da habe ich halt nur damit gerechnet, dass da so jetzt einer ist. Ja, keine Sorge, ich bin bei den kommenden Folgen Hero Quest dann wahrscheinlich wieder dabei. Alles easy, alles pupisi. Okay, was haben wir hier noch? Ich verstehe ja die Fragen, aber es ist alles gut. Oh! Oh ja. Daddy's got a brand new bag. Das ist ja geil! Dass sie einfach hier so unter dem Tresen hängt. Alter! Aber ein ganz schönes Chaos angerichtet. Wie sie weggezwirbelt hat, Alter. Tja, leg dich nicht mit Action Abby an. Action Abby, the greatest female warrior of the world. Wir alle kennen sie. Als normale Abby. Doch nun ist sie Action Abby. Kauft jetzt Action Abby mit 90 Kilogramm Stemmbank. Nee, okay. Jetzt gehen wir zur... Na gut. Ups. So, jetzt gehen wir aber zum Safe. Ich glaube, das war hier. Ich glaube, das war... Da ist es doch. Der Safe. Ja. Du guckst, ne? Gibst jetzt mal ein. Die 86, 68. Och, ist doch egal. 86, 68. 96. 96, mein Freund. Na, so. Und dann nochmal die 89. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Okay. Oh. Das ist jetzt aber nett. Das wäre nun wirklich nicht nötig gewesen. Was macht dein Buch? Ja, ich bin fast fertig. Oktober ist der Release geplant. Vielleicht auch ein bisschen früher, wenn ich es schaffe. Aber es läuft, es läuft, es läuft. Die Geschichten kommen. Jeden Tag wird geschrieben. Ich habe heute auch wieder 3-4 Seiten geschrieben. Ich nehme ja dann auch immer noch ein Video auf, wie ich eine Geschichte schreibe. Das wird dann so eine Art Video-Geschichten-Tagebuch. Also es sind noch so 5 oder 6, die länger sind, die ich alle fertig schreiben will. Und dann bin ich im Grunde fertig. Dann sind es schon so an die 20 Geschichten ungefähr. Bestimmt 200 Seiten oder ein bisschen mehr. Und dann noch die Kommentare dazu zu jeder Geschichte. Und dann ist das Ding eigentlich Sahne, würde ich sagen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich habe sie noch nicht ganz fertig, die langen. Und ich habe auch noch nicht Korrektur für alles gelesen. Und das dauert auch nochmal richtig lang. Märtyrer Tor. Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Also keine Sorge, so ein schöner, transportabler Schrein. Natürlich werde ich auch einige Coworking-Streams machen. Das mache ich aber erst für das nächste Buch, wenn ich mit dem Buch draußen bin. Also wenn die Releases, wenn das Buch da ist, dann werde ich natürlich auch andere Geschichten mal mit euch zusammenschreiben oder einzeln euch quasi vorschreiben. Wie gesagt, ich mache ja gerade sowas in der Form als Video. Aber das werde ich dann auch live machen und schon mal die kommenden Geschichten schreiben für Buch 2. Aber das mache ich dann nur, wenn man auch quasi gleichzeitig Werbung macht fürs Original und das dann auch bestellen kann. Und das dauert dann eben noch, bis ich soweit bin.
Titel gibt es, darf ich aber nicht sagen. Den will ich behalten, sonst wird er mir geklaut. Meine Prophetin, vielleicht ist es unmöglich, warum ich dich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deinem Exkrement Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. An sich ja ein netter Gedanke. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Ja, aber es ist ja nicht, ne? Genauso wenig gehört dir das Festland wie denen die Insel. Wir alle wissen ja, ne, dass das hier einfach der falsche Weg ist. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel, meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeiten zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Gezeichnet Steffen Morfmann, genannt Schmorf. Immerhin mal eine praktische Bitte. Jedes Dorf braucht einen Schmorf. Du kannst es dann später im Handel und bei Amazon kaufen, natürlich. Aber im Moment existiert es ja nur auf meinem Google Doc. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross, schnell und stark, einem neuen Sattel und neuem Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Ja, denke ich mir auch. Also, sie ist nicht der Weihnachtsmann. Was soll das denn? Klaus dir doch einfach. Du kannst sie überall herklauen. Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihren Krankheiten befreien können und neu anfangen können. Okay, ja, klar. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Mach ich trotzdem. Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Oh, da will jemand Sex haben. Das ist korrekt. Doch das ist Sex, war nur der Anfang. Bitte sagt, dass der dunkle Turm dabei ist. Naja, ich kann ja nicht jetzt fremde Geschichten schreiben. Aber du meinst wahrscheinlich der Turm ohne Türen. Der ist natürlich dabei. Eigentlich will ich ja darüber. Aber vielleicht erstmal hier hoch. Geil, das für die dicke Flinte. Da ich meine Axt schon verbessert habe, glaube ich, ja, da sieht man, da sind so ein paar Spikes noch dran. Würde ich da jetzt ungern noch was dran ändern. Nachladen bringt auch nichts, okay. Au, das war wirklich unnötig. Die Sonne geht unter. Ich frage mich gerade, ob ich hier schon war. Ah, ja, okay. Ja klar, hier war ich schon. Aber war ich auch hier schon? Da bin ich nicht durchgelaufen. Ah, vielleicht doch. Klingt wie eine sehr gute Geschichte, Hook Donner Feeling. Musste nur schreiben. Dann ist es deine Geschichte. Wo die jetzt wohl langlaufen? Wo du hier bist. Das Wurfsland ist trostloser.
jemals hier leben. Wir sind von der Prophetin gesegnet. Dank ihr leben wir einfach. So viele Gebäude, dieser Überfluss, diese Verschwendung. Ihr Untergang war selbst verschuldet. Kein Wort. Ein Morph ist auch hier! Hier drin! Shit! Mann, sei doch ruhig! Ja, ich bin einfach den falschen Weg gegangen, direkt von Anfang an. Ich wusste ja nicht, dass die jetzt genau hier hinlaufen, ich hätte zurückkriechen müssen, aber da war es dann doch ein bisschen zu spät schon. Ey, wo? Okay, da oben. Zu Tode gestiefelt. Okay. Aber gut, dann können wir es jetzt nochmal ein bisschen anders machen. Ne? Ich meine, hier ist doch gut. Diese Verschwendung. Ihr Untergang war selbst verschuldet. Möge uns ihr Licht durch das Dunkel führen. Wie soll man die denn kriegen? Da hinten kommen die auch schon wieder. Spannend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich weiß, sie sind hier. Ich weiß, sie laufen hier rum. Sie patrouillieren. Oh, da ist er. Sind zwei. So viele Bücher. So viel unnützes Denken. Wolltest du doch nie etwas lesen, das vor der Katastrophe geschrieben wurde? Nein. Und denk daran, was mit Noah passiert ist, als man ihn mit einem Bug erwischt hat. Vielleicht könnten wir aus ihren Fehlern etwas lernen. Mhm. Du willst aus ihren Fehlern lernen? Sieh dich doch um. Schreiben wir lieber weiter eigene. Verstehe. Weise Worte. Nicht meine. Die der Prophetin. Sie führe uns. Sie führe uns. Ich führe dich jetzt. Hast du schon an die Prophetin geschrieben? Hab ich. Schon vor einem Jahr. Verstehe. Du hast es also noch nicht gemacht? Nein. Zu viele Möglichkeiten. Selbstsucht überfällt mich. Ich will sie immer bitten, meine Familie zu schützen. Du denkst an andere. Das ist keine Selbstsucht. Ein Morph ist auch hier! An den Regalen! Rachel!
Das ist voll das Warhammer, hier so eine geile Warhammer-Welt. Um da seine Schlachten zu führen. Ja, schon sehr geil. Da sind die Messer natürlich super hilfreich. Für diese schnellen Kills, wo man wirklich keine Zeit hat jetzt noch. Da, ne? Und da ist gar nichts. Oh, ich dachte, sie hat irgendwas. Hast du nicht noch Pfeile? Nee? Ah, ich hätte schwimmen können, da wäre ein Geheimnis. Einer ist noch da, ich weiß. Ganz oben, ich glaube erster, zweiter Stock oder so von hier. Also vielleicht sogar genau hier.
Nee, der ist noch ein oben drüber, glaube ich. Vielleicht kann ich da auch weiter. Oh, wie das da runterbröckelt. Unangenehm. Das war's, oder? Das waren sie jetzt, glaube ich, alle. Also ein Weg durch dieses Gebäude geben. Durch die Leute durch, das ist der einzige Weg. Schön gemacht, dass man eben in der vollbesetzten Basis so viele Möglichkeiten hat, reinzukommen, ranzukommen, in irgendeiner Form weiterzukommen. Das ist gut gemacht. Okay, weiter hoch. Nein! Echt voll? Jetzt schon? Ah, wie ärgerlich. Aber sie hat auf jeden Fall eine ganz tolle Waffe. Das ist alles besser als alle Sachen, die Ellie hat. Ellie? Welche Ellie ist jetzt die richtige Ellie? Abby? Alice? Nee, sie ist Abby Ellie. Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls hat sie die bessere Waffe, finde ich. Du Miststück. Wusstest du überhaupt, was du da anrichtest? Was ist das hier? War klar, direkt in ein Ska-Lager gerannt. Man sollte nichts rumliegen lassen. Cable. Wenn bei den Seraphiten ein Kind zur Welt kommt, ist es zuerst wie eine leere Schiefertafel. Reines Potenzial. Du hast dieses Potenzial mehr als erfüllt und alle meine Erwartungen übertroffen.
Bitte entschuldige, dass ich bei deinem Initiationsritus nicht dabei war. Ich weiß noch, wie mein Vater damals das Brennen auf meinen Wangen mit eingeweichten Eukalyptusblättern gelindert hat. Du wirst den Schmerz vergessen, aber die Narben werden dich immer an die Weisheit unserer Prophetin erinnern. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. Blöd. Möge sie dich durch den Sturm deines Lebens führen. Mögest du immer deine wahre Stärke finden. Ich bin sehr stolz auf dich. Dein Vater Ezra. Wie nett. Auf echt schräge Art. Ja, wenn dein Vater Ezra Miller ist, dann ist das natürlich sehr schräg. Das möchte man doch vermeiden. Ja, das Ding muss besser werden. Gibt's andere Story-Inhalte in der Remastered? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich kann es einfach nicht mitnehmen. Sehr gut. Ah, das muss aber auch mit dem Rucksack. Verdammt. Dieser Ort ist rau. Alter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Oh nein! Wir werden angegriffen! Ruhe. Was ist los? Ha, ich dachte, da kommt jemand noch. Ach ja, das muss schön sein. Zwischen den riesigen Äumeln von Abby einschlafen. Und damit meine ich natürlich die Muckis. Einfach zu Tode würgen. In den Schlaf würgen. Oh, Abby, kannst du, ich kann so schwer schlafen. Kannst du mich kurz in den Bewusstseinsnahtod würgen? Da schlafe ich immer so gut. Lustig, wie der da hinten ist, oder sie, und überhaupt nicht weiß, dass ich hier direkt vor ihr bin. Sie ahnt ja gar nichts. Los, durchkämmt die gesamte Ruine. Finden wir den Täter. Nein! Oh, und ich sag noch. Da war leider nicht rechtzeitig nachgeladen.
Mann, ich hab doch noch... Hab doch noch gezielt. Was gibt es für einen Unterschied zwischen der Deluxe und der normalen Version? In dieser Version gibt es mehr Leichen. Ich kann es euch auch nicht so genau sagen. Es sieht natürlich besser aus, aber da sind jetzt keine inhaltlichen Änderungen drin. Es sieht einfach besser aus. Man hat jetzt den Modus hier, den ich kurz mal zeigen kann. Ich kann ihn auch kurz mal einstellen. Ich habe ihn eigentlich normalerweise ausgehabt. Jetzt habe ich ihn an Wiedergabetreue. Das ist dann 4K und mindestens 30 Frames. Ist dann entsprechend ein bisschen ruckeliger. Aber sieht halt vor allen Dingen jetzt mit dieser neuen 1440er Auflösung, die ich eingestellt habe, dann oft auch nochmal einen Ticken besser aus. Und es kostet, glaube ich, nur 10 Euro für alle, die das Original schon haben. Also ein richtig schönes Upgrade. Schnell. Ja, alles nochmal einsammeln, aber ist nicht schlimm und auch nicht so viel. Okay, hier sind wir wieder. Dann bauen wir ein klein wenig. Die Bombe ist gut. Der Kram ist auch gut, habe ich aber nicht. Ganz ruhig, Abby. Abby will immer sofort mit der Granate durch die Wand. Ey, Dimis! Das ist ja lustig, um die Uhrzeit
3 Uhr. Ich will eigentlich schon längst Schluss machen. Kommen hier noch mal ein paar hundert Leute. Ja, fühlt euch begrüßt. Wir spielen, wie sollte es anders sein? The Last of Us 2. Wir sind im, kann man durchaus sagen, im letzten Drittel. Würde ich jetzt mal behaupten. Und haben hier noch, oh, das holen wir uns. Verbesserte Gesundheit. Nee, Moment. Na egal. Wir wollen ja eh alles haben, ne? Wie komme ich? Ich muss weiter hoch. Ich glaube, ich muss ganz hoch. Okay, wieder hier. Also ich muss irgendwie noch höher kommen. Das sollte gehen eigentlich. Was jetzt? Ja, dann. Ach, soll ich hier runter? Scheinbar ist das der Tipp. Ja, genau, hier runter. Einmal noch looten. Komm, da ist ein ganzer Büroraum. Den lassen wir doch nicht einfach alleine stehen. Wer weiß, was da alles auf unser Angrapschen wartet. Fertig. Jetzt muss ich runter zur Straße. Dimi möchte sich eine Glatze rasieren. Vielleicht kannst du ihn dazu motivieren. Oh, das ist schwierig. Mach ich nicht. Man muss einen Glatzenkopf haben. Wer keinen Glatzenkopf hat, wird es bereuen. Quadrat. Das drück ich. Kasten. Oh, die ist schwer. Die ist groß. Böse. Ja, ins Ohr beißen. Schon gehört? Nein. Einmal sanft mit der Pike auf den Schädel. Doch, genau, das ist der zweite Teil. Nee, Entschuldigung, Quatsch. Den ersten Teil gibt's für den PC, der zweite Teil ist hier. Owen. Für die PlayStation jetzt gerade. Owen! Hey. Hallo und hey. Grüße von Unblaze zurück. Ist alles okay? Irgendwann mal wieder Halo. Macht's gut. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Er lebt jetzt einfach hier, ne? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Naja. Ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Moment. Ist Alice auch hier? Ja, draußen mit Mel. Quetschen. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Tja, weil sie nicht wollte, ging da nichts. Selektives Gedächtnis. Also er hat's wirklich sehr schön aufgeräumt, ne? Hat er das hier weiter gemalt? Ja, oder? Okay.
Das du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Nee, ja, eingebettet. Schönere ist. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh. Das eine Zebra da hinten. Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Tja, Owen. Sei froh, dass du nicht mit ihr zusammen bist. Sie ist nur... Sie lebt nur für ihre Rache. Die haben sich hier richtig schön gemütlich gemacht, verdammt nochmal. Auch schön, dass diese ganzen Boxen alle so nass und verknödelt sind, weil die natürlich hier wahrscheinlich im Wasser irgendwo lagen oder in irgendeiner Form nass wurden. Ah, cool. Was ist das? Oh ja, Mel und ich haben hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Aber ich habe die beim letzten Mal schon nicht alle gefunden. Sei ganz locker. Treffe ich gar nicht? Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Ah. Oh, gut gemacht. Heilige Scheiße. Fünf. Fast geschafft, Ed. Wow. Isaac, wer beschämt. Oh! Ja. Mach doch nichts. Es ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich habe noch Zeit übrig, stimmt's? Ja, aber... Ich habe noch nicht verloren. Geschafft. Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Ja, will er nicht, weil er Angst hat, ne? Wegen der Frau, weil es dann Ärger gibt, wenn da Abby steht. Genau. Nein. So sieht es nämlich aus. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Nach dir. Oh, ist das schön, ey. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Das ist echt schön. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also
Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Habe ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Ja, da kann man nicht viel zu sagen, außer wir alle wissen das und wir dürfen das auch nicht vergessen, wie Colonel Hone sagt, dass Al Bundy mit 6 Touchdowns die Stadtmeisterschaft gewonnen hat. Waren nicht 6, ne? 3 Touchdowns? 4! Ich werde es nie richtig, 100 Mal gesehen, nie richtig. Tolle Grafik. Einfach nur tolle Grafik, verdammt nochmal. Das ist doch richtig gut, Leute. Da hängt denn das Gelüppel vorne raus. Ja, aber die hat alles auf dem Nacken. Die kannst du nicht einfach so. Da musst du schon ein bisschen mehr machen hier. Musst du mal zucken. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Sehr gut. Ja.
Tja, dumm, ey. Die einzige Sache wegzuwerfen, die dir noch helfen kann. Oh, ihr Arm, ey. Das ist so unfair. Oh, das ist noch gemeiner. Gebe ich zu. Aber jetzt, genau, jetzt hast du ein Problem. Seid auf der Hut. Ich mach den falschen Button, ne? Versuch's. Ich sehe es nicht immer, wann die angreifen. Ah, zu knapp. Autsch. Das machen wir kurz noch, die kleine Sequenz hier, die ist schön. Ah, man kann die nicht blocken, ne? Das ist super nervig. Man kann nur ausweichen. Mann, es ist nicht so einfach, Leute. Was hältst du vom Gameplay im Vergleich zu Alan Wake? Naja, also es ist sehr Standard-Gameplay, aber sehr, sehr hochwertig. Also ich find's besser als alle Kämpfe bei Alan Wake. Jeder einzelne Kampf hier ist dynamischer als alles, was Alan Wake macht. Aber Alan Wake ist halt auch nicht zwingend ein Kampfspiel. Ey! Du dumme Sau, wirklich. Mann, bei zweien ist es halt nicht möglich. Mann. Mann. Ah, okay, gut. Mann, ich mach doch schon L1. Ich drück schon so viel, wie es nur geht. Ah. Ja, was ist denn das hier? Callisto-Protokoll oder was? Sehr gut. Ja! Ja!
los, wir müssen weg. Wo wollt ihr hin? Raus aus dem Wald. Los, beeil. Los. Hat denn keiner von euch was dabei? Keine Waffe? Eins noch? Geile Sequenz auf jeden Fall hier. Mann! Nein, 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 komm, mach was! Stiefel! Gestiefelt! Der Stiefelung entkommt niemand. Mehr kommen. Hier sieht doch alles gleich aus. Wisst ihr wirklich, wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich hier? Los, mir nach! Komm jetzt! Oh. Wir sind frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Komm schon, Dad. Mach auf! Komm schon! Na, mach das jetzt! Ah, komm jetzt, ich kann es nicht ewig halten. Downtown Abbey, bringt euch nach Hause. Oh. Jetzt höre ich gleich auf. Nur das noch. Ach so, okay, das soll gar nicht passieren. L1. L1. Ist das da etwa mein Rucksack? Oh, ist das toll gemacht mit den Gesichtern. Oh, ist das toll gemacht. Ey. Patz, patz. Ah! Oh, ich habe mir das so schön vorgestellt. Irgendwie dachte ich, das ist mehr so. Warten. Abby wartet nicht. Alles in Ordnung? Ja.
los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Alter, der Arm ist im Arsch. Es ist durch. Das Ding kannst du weglegen. Ich fass das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Es ist mir egal. Ja, vielleicht habe ich jetzt doch genug für ein kleines Upgrade. Einmal nochmal schnell hier so durchgehen. Hier vielleicht noch was. Ich glaube ja nicht, aber einmal noch kurz gucken. Kein Upgrade soll verschwendet werden. 31 Stabilität würde hier reichen. Ja, warum nicht? Ist das der Hardcore-Modus? Hinter mir ist gar keine Lebensanzeige im Moment, aber es ist der Hardcore-Modus. Ist nicht der Hardcore-Modus, meine ich natürlich, weil ich sowas nicht mache. Brauche ich nicht. Aber es gibt ihn, auch hier. Ne, ich spiele normal. Kurz nochmal klein mal mitlesen hier. Eddie, ich bitte zu Gott, dass es dir gut geht. Der Waffenstillstand ist gescheitert. Wir haben den Befehl zur Neueinteilung, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe 2 Suchtrupps nach dir ausgeschickt. Vergeblich. Bitte finde diese Nachricht und komm zu uns. Verdammtes Gas. Matt. Wurst. Nee, 6 Schüsse und mehr nicht? Okay. Ah, warte mal. Aber hier habe ich noch eine gehabt, ne? Die da. Die alte Jagdpistole. Hat nur einen Schuss. Na gut, okay, dann nehmen wir die mal und gucken, was die so kann. Oh Mann, hier muss ich jetzt wirklich erst einmal kurz durchlaufen. Hier gibt es hier Wahnsinn. Wahnsinnig viele Teile. Okay, einmal schnell durchrennen. Immer Dreieck drückend, um alles einzusammeln. Nö, das war's, glaube ich. Mehr ist hier nicht. Tatsächlich, so viele Regale, so wenig zum Looten. Ach ja, hier waren wir auch schon, okay.
So, ihr müsst mir eigentlich mal ein bisschen was geben, ne? Also irgendwelche Schmerztabletten oder irgendwas. Die verreckt doch durch einfach hier Sepsis oder so. Wenn das so weitergeht. Genug Muni, schade. Das sollte man wirklich nicht liegen lassen. Wir sind fast an der Küste. Nur noch ein kleines Stück. Na komm, das nehmen wir noch mit. Bleibt hinter mir. Das war ein guter Schuss. Na, da komme ich nicht hoch. Jetzt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Du glaubst es? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Ah, die Scholli, sie muss reichen. Das ist schon ein geiles Ding. Ich bringe euch durch, ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Lass doch die mit dem kaputten Arm vor. Was? Nee, ernsthaft? Ach komm, der soll klettern mit dem Ding? Der kann doch... Und du machst nix? Was? Ah!
Schluss auch schon Scars. Fast. Wir schaffen das jetzt schnell noch. Oh.
Sehr schön. Ah, und sie... Achso, sie macht das mit der anderen Hand. Ich dachte schon gerade. Nur eine Minute. Muss ich gut festhalten. Ein armer Arm. Ich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Probier die Türen. Sieh nach, ob Infizierte da sind. Oh, geht nicht auf. Probier die anderen. Geht die auf? Nein. Geh rein. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Mach zu. Och, endlich. Nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Oh. Bereit? Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es hier schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Okay, hier speichern wir jetzt, glaube ich, ab. Wir haben einen schönen Abschnitt erreicht und hier jetzt auch noch ein bisschen was zum Bauen. Das ist doch toll, das machen wir schnell. Und dann ist der Abend gekommen. Morgen ist ja auch wieder ein Tag. Morgen streame ich für euch nicht, weil ich Geburtstag habe und einen Hotpot essen gehe. Das wird sehr geil. Und ich hoffe, ihr habt auch tolle Sachen vor morgen. Was können wir noch machen? Wir bleiben hier mal bei, ja, Stabilität ist gut, Schaden, aber bei der Schrotflinte ist immer besser. Weil die muss richtig reinhauen. Neuer Lauf. Macht Monster auf.
Schönes Ding. Okay, hier hören wir jetzt wirklich auf. Wir haben, finde ich, echt was erreicht heute. Ich muss immer wieder sagen, es ist ganz schön, in dieses Spiel zurückzukommen, in diese Welt und sich so ein bisschen einfach vorwärts zu bewegen. Es passiert immer irgendwas Spannendes. Es ist immer cool. Es macht immer Laune, sich da durchzukämpfen. Und jeder einzelne Kampf ist eine geile Sache. Ich freue mich jetzt schon, diese Rohrbomben wieder einsetzen zu können und vieles mehr. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Hier wird gespeichert. Wir sind ja jetzt, wenn ich mich nicht komplett täusche, mehr oder weniger im... Oh, spar dir das mal lieber, Abby. Mehr oder weniger im letzten Drittel. Jetzt spielen wir halt mit Abby, dann kommt das Finale. Und dann sind wir leider auch schon wieder durch. Es war mir auf jeden Fall bisher schon eine große Freude. Ich spiele es natürlich auch noch weiter. Kurz nochmal an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Tipp an euch. Ich spiele hier sehr, sehr gerne mit Thrustmaster und das ist mein neuer alter Sponsor und die haben echt geile Produkte. Die haben nämlich diese beiden Controller zum Beispiel, die E-Swaps, und hier lassen sich diese Bereiche einfach, diese Applications quasi einfach rausnehmen. Also wer Bock hat auf eine neue Digitaltastatur, kann die so rausfriemeln und kann dann eine andere zum Beispiel reinmachen, ne? Und so kann man ganz viel ersetzen. Ich habe hier auch noch andere Pinöpel hier, so in lila. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf sowas habt. Guckt euch das ruhig mal an. Und generell, wenn ihr da was bestellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Mit meinem Rabattcode MONOFFICIAL. Hier, die haben alles Mögliche. Das werde ich demnächst mal spielen. Mit wahrscheinlich irgendeinem Flugsimulator oder so vielleicht. Und VR. Also sowas wie Star Wars, dieses, ich glaube, Squadrons oder so, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen damit. Und hier halt, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Die haben ja alles einmal geschickt. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr irgendwas davon kauft, benutzt bitte meinen Code. Und generell ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich kann das alles nur empfehlen. Ich nutze es schon eine ganze Weile. Bisher keine Probleme gehabt. Die Hardware funktioniert. Und wenn ihr Probleme habt mit euren Pinöpeln, könnt ihr die also austauschen. Und sie leuchten. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann könnt ihr auch das haben. So, jetzt sind wir aber am Ende. Ich schicke euch gerne noch woanders hin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei, ne? So, da sind wir wieder. Und wohin schicke ich euch denn? Ist denn überhaupt noch jemand da? Gucken wir noch mal ganz kurz, ob wir hier noch eine Person eventuell finden, der ich folge, die auch was Gutes heute hat. Legend of Zelda, Skyward Sword, Until Dawn, Helldivers 2, Red Dead Redemption 2, Schlorox. Das ist doch mal ganz gut. Ja, 24 Stunden Subathon mit, Red Dead Redemption 2. Macht das doch mal. Das ist doch eine geile Nummer. Grüßt mir Schlorox. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute den Abend lang. Das ist auf jeden Fall ein guter Titel, um sich die Nacht rumzuschlagen. 24 Stunden, da würde ich wahrscheinlich meinen aktuellen Spielstand nicht mal bis zum Ende fertig kriegen. Na gut, dann lasst mal ruhig die Liebe hier beim Schlorox und wir freuen uns dann beim nächsten Mal wieder hier zu sein mit mir und The Last of Us 2. Und natürlich gibt es auch die anderen Sachen, ne? Tomb Raider spiele ich weiter, Silent Hill spiele ich noch zu Ende, jetzt bald mache ich jetzt wirklich die Tage. The Cup spiele ich noch zu Ende. Es gibt neue Horrorspiele. Ich habe immer noch Resident Evil 4 und Dino Crisis 2 auf der Liste. Es hört nicht auf. Und dann ist ja auch noch der März. Und im März kommen ja Dragon's Dogma 2 und tausend andere Sachen. Ihr geht jetzt erstmal rüber zu Schlorox. Freut euch mit ihm über seinen 24-Stunden-Stream. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Da sind sie weg. Okay, ja, ich lese gerade Pacific Drive. Würde dir gefallen? Das ist hier schon zu spät, dir es zu erwähnen, aber das haben wir natürlich schon. Wir haben 10 Stunden Pacific Drive auf meinem YouTube-Kanal. Einer davon ein Video mit der Demo und dann nochmal 7 Stunden ab der Demo für den Rest. Also insgesamt 9 Stunden vom Spiel. Ist ganz gut, lohnt sich. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ruhig mal ein Abo da, ne? Oder auch einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Das alles hilft mir enorm. Und da bin ich auch immer sehr dankbar. Ich habe einen Zweitkanal, Montalk. Da kommt in letzter Zeit auch interessanter Kram. Da wird auch ein bisschen mehr kommen wieder. Guckt da auch mal rein, lasst da auch mal ein Abo da. Bis dann. Gehabt euch wohl.